Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu den Nachrichten hier bei Allgäu TV. Die neue Woche startet getreu dem Motto, der April macht, was er will. Ob der Frühling in den kommenden Tagen zurückkommt oder wir noch etwas frieren müssen, erfahren wir später in der Sendung. Außerdem haben wir noch folgende Themen für Sie. Benzinlos durchs Unterallgäu, Rallye zur Förderung der Elektromobilität. Mehr Sicherheit auf Füssenstraßen, Arbeitskreis Asyl öffnet Radlgarage für Flüchtlinge und Willis Bienenparty, Bundestagsabgeordneter Stefan Stracke tauft die bayerische Pflanze des Jahres 2016. Das Auto gehört für die meisten von uns zum Alltag. Wir benutzen es häufig und freuen uns, wenn die Benzinpreise mal wieder sinken. Fahrer von Elektroautos wiederum müssen auf Benzinpreise kein Auge haben. Eine Gruppe im Unterallgäu, die IFOI, sieht das und vieles mehr als großen Vorteil gegenüber den Verbrennungsmotoren. Und deshalb waren sie am Wochenende unterwegs, um dem Elektroauto eine Plattform zu bieten und sich besser vorzustellen. Es gibt sie in allen Formen, von ganz klein bis ganz groß. Sie alle bringen einen vorwärts und das ist das Besondere, sie werden nur mit Strom betrieben. Elektrofahrzeuge. Ob Fahrräder, Segways oder Autos, sie alle waren bei der E-Mobil-Tour Unterallgäu der IFOI zu sehen und auszuprobieren. IFOI steht für Interessengemeinschaft zur Förderung der Elektromobilität im Unterallgäu. Gegründet wurde sie eher zufällig von Lisa Steber und Thomas Scharpf. Ganz einfach, ich parkte an einer Ladestation und holte meine Tochter vom Freibad ab. Und da fuhr ein Fahrzeug vorbei, eine Dame körperte das Fenster runter und sagte, Sie wissen schon, dass Sie da auf einem Elektroparkplatz stehen, ich möchte da hin und laden. Und ich sagte, ich lade gerade auch, aber ich fahre gerne weg. Und das war die Verstebe und da haben wir spontan die IFOI gegründet. Gestartet wurde am Wochenende mit rund 40 Fahrzeugen in Eppishausen. Endstation war Ramming, allerdings mit zwei Zwischenstopps in Mindelheim und Bad Wörishofen. Denn Ziel war es schließlich, den Menschen die Elektroautos näher zu bringen. Dennoch ist die Zahl der jährlich neu zugelassenen Elektrofahrzeuge in Deutschland mit nur 23.000 im letzten Jahr sehr gering. Denn insgesamt wurden 2015 3,2 Millionen PKWs neu zugelassen. Thomas Scharpf ist dennoch positiv gestimmt. Wir sind im Unterallgäu, zufälligerweise habe ich das recherchiert, in der glücklichen Lage, dass wir die dreifach höhere Dichte an Elektrofahrzeugen haben, wie in den ganzen anderen Landkreisen Bayerns. Da sind wir sehr, sehr gut aufgestellt. Allerdings sind 0,4% immer noch sehr wenig. Mit Veranstaltungen wie dieser Tour und einer ganzen Bandbreite an verschiedenen Elektrofahrzeugmodellen zeigt die IFOI, wie es auch ohne Treibstoff gehen kann. Die Organisatoren sind der Meinung, dass es immer einen Weg gibt, Menschen von der Alltagstauglichkeit dieser Autos zu überzeugen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Es gibt den ökologischen Gedanken zu sagen, muss es sein, dass man pro 100 Kilometer CO2 13,5 Kilo ausstößt? Und dann gibt es den recht monetären Faktor, dass man sagt, ich fahre die 100 Kilometer mit einem Elektroauto zwischen 2,60 Euro und 4,50 Euro. Das entspricht einem 2 bis 3 Liter Auto. Hab dafür aber dann etwa 150 PS unter der Haube. Fahren Sie das auch? Umweltschutz wird hier groß geschrieben. Und noch umweltbewusster geht es wohl nur noch mit gar keinem Motor. Es ist das wichtigste Verkehrsmittel für Flüchtlinge, das Fahrrad. Nicht alle wohnen in den großen Städten mit Bahnhof und guter Busanbindung. Und vor allem auf dem Land sind die Flüchtlinge deshalb auf das Fahrrad angewiesen. Dadurch bekommen sie Mobilität und Unabhängigkeit. Weil aber die wenigsten genug Geld für einen neuen Drahtesel vom Händler haben, sind viele auf alten, klapprigen Spendenräder unterwegs. Der Arbeitskreis Asyl in Füssen hat sich dem Problem angenommen. Schaut, diese Pedale öffnet sich mit dem Schlüssel nach vorne und diese Pedale öffnet sich mit dem Schlüssel auch nach vorne, weil das ist ein Linksgewinde und das ist ein Rechtsgewinde.
Und wenn das Rad auf dem Kopf steht, dann muss ich mit beiden Pedalen so fahren, wie du das gerade eben machst. Das ist der falsche Schlüssel. Das darf man nicht verwenden. Das geht hin, das geht kaputt. Hast du da oft interveniert? Das ein oder andere Mal ja schon. Hauptsächlich aufgrund des Übereifers von den Leuten. In den letzten Wochen hat der Arbeitskreis Asyl und die Flüchtlinge hier in einer Füssener Garage über 30 Fahrräder repariert. Draußen vor der Werkstatt verteilt gerade Siegfried Wilkening diese Drahtesel an Asylbewerber. Ihre Führerscheine, sofern sie einen besitzen, sind in Deutschland nicht gültig. So bleibt das Fahrrad das einzige Mittel der unabhängigen Mobilität. Für Frauen und Kinder sind die Räder umsonst. Alle anderen zahlen 30 Euro Pfand. Das ist für Flüchtlinge relativ viel, aber eigentlich doch nicht, weil wir wollen sie in die Mitverantwortung hineinbringen. Und Mitverantwortung heißt, sie bekommen ein Rad übergeben und das sollen sie auch pfleglich behandeln. Und das, es ist nur ein Pfand, wenn sie Füssen wieder verlassen, können sie das Rad zurückgeben und bekommen die 30 Euro auch wieder mit zurück. Also nicht nur Verantwortung im Sinne von mittun, sondern auch auf die Dinge achten, die man ihnen gegeben hat. Während draußen die gespendeten und aufpolierten Fahrräder einen neuen Besitzer finden, wird in der Werkstatt weiter gearbeitet. Das Kinderfahrrad hat einen Plattfuß. Zaher Kalagi macht sich auf die Suche nach dem Loch. Er ist schon seit einem Jahr in Deutschland und seit rund einem Monat schraubt er in der Radlgarage. Neben dem Flicken von Reifen ist das Wichtigste, dass alle Räder die Werkstatt verkehrssicher verlassen. Wir haben gemerkt, sie haben alte, kaputte Fahrräder geschenkt bekommen und damit wurden Unfälle gebaut. Mit Autofahrern zusammen. Flüchtlinge haben sich verletzt. Ich habe einen erlebt, der hier direkt sich den ganzen Hals aufgeschnitten hatte. Und da haben wir gesagt, so geht es nicht. Wir starten ein Projekt. Flüchtlinge helfen Flüchtlingen. Nicht nur wir bieten ihnen fertige Lösungen an. Deutschunterricht oder andere Bauhöfe machen das oft. Die geben fertige Fahrräder aus. Wir geben ihnen die Möglichkeit, selbst Fahrräder zu reparieren, zu arbeiten, sich zu integrieren. Noch muss immer ein Helfer des Arbeitskreises die Flüchtlinge anleiten. Langfristig aber soll die Radlgarage ein Selbstläufer sein. Vor dem Garagentor schieben die neuen Besitzer voller Stolz ihre Fahrräder nach Hause. Gegenüber auf der Straße freut sich der kleine Adam aus Syrien, dass der Platten an seinem Rad endlich repariert ist. Und in Zukunft wissen nicht nur er und seine Eltern, wo sie ihr Fahrrad reparieren lassen können. Eine tolle und vor allem nützliche Sache, die der Arbeitskreis Asyl da ins Leben gerufen hat. Wir bleiben beim Thema und gehen vom Ost ins Unterallgäu. Dort gibt es inzwischen 49 solcher Helferkreise, die Asylbewerber betreuen. Um deren Arbeit zu unterstützen, hat das Landratsamt Unterallgäu jetzt ein Asylportal erarbeitet. Das ist in 10 Themengebiete aufgeteilt und beantwortet Fragen rund um die Unterbringung der Asylbewerber, das Asylverfahren oder auch die finanziellen Leistungen. Es sind also die wichtigsten Informationen im Portal zusammengefasst. Ehrenamtliche und Interessierte finden das Portal unter www.unterallgäu.de/asyl. Mehr Neuigkeiten und Nachrichten aus der Region sehen Sie gleich bei uns in Allgäu TV Kompakt. Gut geht's uns schon, uns Allgäuer. Unsere Heimat, unsere Natur und unsere Traditionen gibt's kein zweites Mal. Und erst unsere Leute. Die denken sich lieber mehr, als sie sagen. Gern bei einem Allgäuer Büblebier, unserem Bier. Allgäuer Büblebier aus dem Allgäuer Brauhaus. Unser Bier. Hier finden Sie schnell und einfach Ihren Traumberuf. Jobs im Allgäu.de, Ihr regionaler Jobmarkt. Jetzt kostenlos registrieren und direkten Kontakt zu Ihrem Wunschunternehmen aufnehmen. Jobs im Allgäu.de, die Jobbörse der Allgäuer Zeitung. Altersflecken, ab 50 unvermeidlich. Jetzt haben Wissenschaftler eine Spezialcreme entwickelt. Lentisol. Wie effektiv Lentisol ist, zeige ich Ihnen bei Frau Fuchs. Das Geheimnis? Der einzigartige Antipigmentkomplex, der Altersflecken sofort kaschiert, vorbeugt und mit aktivem Wirkstoff langfristig reduziert. Die Altersflecken sind sofort verschwunden. Frau Fuchs sieht jetzt viel jünger und frischer aus. Lentisol, neu in Ihrer Apotheke. Finden und gefunden werden.
Stellen Sie jetzt anonymisiert Ihre Bewerbungsunterlagen ein und erhöhen Sie die Chance auf Ihren Traumberuf. Jobs im Allgäu.de. MyClickCard, die exklusive Kundenkarte für das Allgäu und die Bodenseeregion. Viele Vorteile und Sofortrabatte. Hier kaufen, hier sparen. Bei unseren Vorteilspartnern erhalten Sie alle Angebote ein ganzes Jahr lang. Mehr Infos unter www.myclickcard.de. Die Meldungen vom Montag, den 25. April 2016. Bei einer Unfallserie auf der A7 ist gestern eine 18-Jährige ums Leben gekommen. 12 weitere Menschen wurden zum Teil schwer verletzt. Auf schneebedeckter Fahrbahn war ein Autofahrer von der Straße abgekommen. Der nachfolgende Fahrer eines SUVs sah zu spät, dass eine Kleinwagenfahrerin vor ihm wegen des Unfalls bremste und prallte in ihr Heck. Die Frau auf dem Rücksitz starb noch an der Unfallstelle. Die Verletzten wurden in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Die A7 war zwischen Betzigau und dem Dreieck Allgäu 3 Stunden lang gesperrt. Der Zeitplan für den Umbau der Lindauer Inselhalle wackelt offenbar. Das wurde jetzt in der Bürgersprechstunde des Stadtrates bekannt gegeben. Das benachbarte Parkhaus wird wohl, anders als ursprünglich geplant, nicht mehr in diesem Jahr fertig. Deshalb erarbeitet man derzeit einen neuen Bauzeitplan. Möglicherweise müssten bestimmte Arbeiten für das Parkhaus zurückgestellt werden, um alle verfügbaren Kräfte auf den Hallenbau zu verlagern. Wie berichtet, muss die Halle spätestens zur Nobelpreisträgertagung im Juni 2017 fertig werden. 400 Menschen haben am Samstag in Memmingen gegen rechte Gewalt und Alltagsrassismus demonstriert. Organisiert wurde die Versammlung von der Vereinigung Links im Allgäu. Die Demonstranten forderten ein Dauerbleiberecht für alle Flüchtlinge und sprachen sich gegen die aktuelle Asylpolitik aus. Anlass war der 8. Todestag des verstorbenen Peter Siebert. Er wurde im Jahr 2008 von seinem Nachbar, einem mutmaßlichen Neonazi, erstochen. In der Polizeistatistik tauchte die Tat hingegen nicht als rechtsradikal motiviert auf. Immer mehr Menschen kommen zum Urlaub machen nach Bayerisch-Schwaben. Die aktuellen Gästezahlen wurden jetzt bei der Jahreshauptversammlung des Tourismusverbandes bekannt gegeben. Demnach kamen 2015 rund 5 Millionen Gäste in die Region. Das sind 7,8% mehr als im Vorjahr. Bei den Übernachtungen gab es ein Plus von 5,2%. Durchschnittlich bleiben die Gäste 3 Nächte in ihrem Urlaubsdomizil. Schneller Fahndungserfolg für die Kaufbeurer Polizei. Nachdem Samstagnacht 2 zunächst unbekannte Männer eine Spielothek in der Innenstadt ausgeraubt hatten, kamen sie zumindest einem der beiden Täter relativ schnell auf die Schliche. Die beiden Männer hatten den Mitarbeiter der Spielothek mit einer Pistole und einer Machete dazu gezwungen, ihnen den Inhalt der Kasse herauszugeben. Danach flüchteten sie, ohne erkannt zu werden. Die sofort eingeleiteten Ermittlungen blieben zunächst ohne Erfolg. Unabhängig von dem Einbruch durchsuchten die Beamten gestern Nachmittag wegen einer Rauschgiftangelegenheit eine Wohnung in Neugablonz. Dort stellten sie unter anderem die Schreckschusspistole, die Machete und andere Beweismittel zum Raubüberfall sicher. Der 21-jährige Wohnungsinhaber wurde festgenommen. Der andere mutmaßliche Täter ist nach wie vor flüchtig. Der emeritierte Bischof Walter Mixer hatte am Wochenende gleich 2-mal Grund zu feiern. Seine Bischofsweihe jährt sich zum 20. Mal und er wird heute, am 25. April, 75 Jahre alt. Walter Mixer hatte in seinem Leben viele Ämter inne. Er war Stadtpfarrer von Schrobenhausen, Bischof von Eichstätt, Bischof von Augsburg und Kanzler der Uni Eichstätt. Im Jahr 2010 hatte Papst Benedikt XVI. Mixers Rücktrittsgesuch angenommen. Vorausgegangen waren bundesweite Schlagzeilen. Vor allem ging es dabei um Vorwürfe, Mixer habe in seiner Zeit als Stadtpfarrer von Schrobenhausen Heimkinder geschlagen. Heute lebt Mixer in Gunzenheim im Bistum Eichstätt und ist immer noch in der Seelsorge tätig. Ich habe immer überall die verschiedensten Gottesdienste und Vorträge und auch persönliche Gespräche, wie ich das so als regierender Bischof nicht haben konnte. Den Jubiläumsgottesdienst feierte Mixer in der Wallfahrtskirche Maria Brünnlein in Wemding.
Zum Sport. Sieg für den FC Memmingen in der Fußball-Regionalliga. In einem hart umkämpften Spiel mit insgesamt 12 gelben Karten gewannen die Unterallgäuer am Ende knapp mit 1:0 bei Viktoria Aschaffenburg. Das Tor des Abends schoss Tim Buchmann in der 58. Minute. Für die Memminger bedeutet der Sieg einen Befreiungsschlag im Kampf gegen den Abstieg. Aktuell steht das Team auf Platz 12 der Tabelle. Der Umbruch beim Eishockey-Zweitligisten ESV Kaufbeuren geht weiter. Mit Daniel Menge, Michael Beindl und Jonas Lautenbacher verlassen Spieler 8, 9 und 10 den Verein. Das hat der ESVK jetzt bekannt gegeben. Nach der für den Club unglücklich verlaufenden Saison hatten Trainer und Management einen Umbruch angekündigt. Die Eigengewächse Dennis Pfaffengut und Jonas Wolter rücken dafür in die erste Mannschaft auf. Der Tannheimer Pilot Matthias Dolderer hat beim Red Bull Air Race seinen ersten Sieg überhaupt errungen. Bei dem Rennen geht es darum, in möglichst kurzer Zeit Hindernisse zu umfliegen. Bei der zweiten WM-Station des Jahres im österreichischen Spielberg hängte der 45-Jährige seine Mitstreiter im Final Vorrennen ab. Es ist ein geiles Gefühl, es ist egal wo das ist. Ist super cool, dass jetzt der erste Sieg endlich mal geklappt hat. Hab zum Schluss alles riskiert, ist sich aufgegangen und bin mega happy. Vielen Dank vor allem an mein Team und an den ganzen Support von außenrum. Mit nur 56,996 Sekunden holte er den Sieg. Mit dieser Zeit und der Platzierung setzte Dolderer sich jetzt außerdem auf Platz 1 des WM-Rankings. Enttäuschung dagegen bei Sandro Cortese in der Motorradrennserie Moto 2. Der Bergheimer stürzte beim Großen Preis von Spanien und verpasste damit wertvolle Punkte. Besser lief es dagegen für seinen Teamkollegen Jonas Folger. Er sicherte sich den zweiten Podestplatz. Soweit die Meldungen von heute. Jetzt das Wetter. Heute Nacht wird es im gesamten Allgäu bewölkt. Örtlich ist mit Schneefällen zu rechnen. Die Temperaturen liegen zwischen 1 Grad im Unterallgäu und 3 Grad im Oberallgäu. Auch am Vormittag erwarten uns weiterhin Wolken. Diese bringen stellenweise Schnee mit sich. Die Temperaturen klettern auf 2 Grad im Westallgäu und bis zu 8 Grad im Oberallgäu. Im Verlauf des Tages ziehen weiterhin Schneefälle auf. Im Unterallgäu halten sich die 6 Grad, aber im Oberallgäu klettern die Werte auf bis zu 9 Grad. Auch in den Bergen wird mit Schnee gerechnet. Vereinzelt lässt sich die Sonne blicken, die Temperaturen sinken auf bis zu minus 2 Grad am Nebelhorn. Die Höchstwerte liegen bei bis zu 5 Grad am Gründen. Mittwoch und Donnerstag erreicht uns Regen. Erst am Freitag lässt sich vielerorts wieder die Sonne blicken. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 5 Grad am Mittwoch und bis zu 11 Grad am Freitag. Einen festen Platz im Kirchenkalender der Kaufbeurer hat das Crescentia-Fest. Am Sonntag wurde des Todestages der Franziskanerin gedacht. Vor 272 Jahren starb die Kaufbeurerin, die 2001 heilig gesprochen wurde. Den dazugehörigen Gottesdienst hielt kein geringer als der Augsburger Bischof Konrad Stasa. Damit der Glaube Leben hat, ist es nötig, dass die Liebe ihn lebendig macht. Diese Worte stammen von Maria Höss, besser bekannt als die heilige Crescentia. Denn im Jahr 2001 wurde die Kaufbeurer Ordensschwester heilig gesprochen. An jedem letzten Sonntag im April wird ihr gedacht. Generaloberin Schwester Regina Winter weiß, warum das Crescentia-Fest so beliebt in Kaufbeuren und seiner Umgebung ist. Ich denke, Crescentia ist eine einfache Heilige, so, die sehr präsent ist in Kaufbeuren, im Umland, in der Diözese und über die Grenzen hinaus, weil sie einfach so eine sehr menschliche Persönlichkeit war und den Menschen einfach ganz nahe ist. Das merkt man einfach durch die vielen, die zu uns kommen, die in die Kirche kommen an ihr Grab, die uns schreiben in ihren Sorgen, Nöten, aber auch in großer Dankbarkeit.
Auch am letzten Wochenende wurde dem Todestag der heiligen Crescentia wieder gedacht. Dazu extra angereist war Bischof Konrad Staser, um dem Festgottesdienst in der Kaufbeurer Martinskirche vorzustehen. Genau wie die heilige Crescentia zu Lebzeiten stark und lebensfroh war, so sagt auch der Bischof, dass wir selbst in turbulenten Zeiten wie jetzt human und bedacht handeln müssen. Wir können nicht alles auf einmal lösen. Es gab zu allen Zeiten Turbulenzen. Und das müssen wir unseren Zeitgenossen erst recht sagen. Migration war schon vor langer, langer Zeit ein Thema, als zum Beispiel die Menschenrechtskonvention hergestellt wurde. Das war in den 50er Jahren wohl in Genf. Bloß, wir haben von den Migrationsströmen nichts gespürt. Die spielten sich anderswo ab. Und nun ist das Europa, auch durch die Möglichkeit der Verkehrsmittel und der Mobilität, voll mit einbezogen. Und diese Verantwortung müssen wir laut Staser menschenwürdig wahrnehmen. Mit dem Mut und dem Durchsetzungsvermögen, die die heilige Crescentia den Menschen vorlebte. Mehr zum Crescentia-Fest sehen Sie am Sonntag um 19.30 Uhr in unserem Kirchenmagazin Katholisch 1 TV. Sollten Sie diese Pflanze am Straßenrand oder in einer Wiese sehen, ist Vorsicht geboten. Das sogenannte Kreuzkraut ist nämlich giftig. Heimische Arten davon breiten sich immer mehr aus und sind nur schwer einzudämmen. Deshalb schlagen Allgäuer Landwirte jetzt Alarm. Besonders Jungtiere würden die leuchtend gelben Blüten fressen und daran erkranken. Wer im eigenen Garten Kreuzkraut entdeckt und dagegen vorgehen möchte, unbedingt geschlossene Kleidung und Handschuhe tragen. Durch eine Berührung können nämlich allergische Reaktionen ausgelöst werden. Die Pflanze, um die es gleich bei uns geht, ist weder giftig, noch löst sie allergische Reaktionen aus. Ihr Name? Willis Bienenparty. Was dahinter steckt, sehen Sie gleich. Küchenmeier, die Küchennummer 1 im Allgäu. Bei uns erhalten Sie genau die Küche, die perfekt zu Ihrem Lebensstil passt. Und das mit unserem bekannt guten Service. Versprochen, innovative Küchen in Top-Qualität. Überzeugen Sie sich. Altersflecken, ab 50 unvermeidlich. Jetzt haben Wissenschaftler eine Spezialcreme entwickelt. Lentisol. Wie effektiv Lentisol ist, zeige ich Ihnen bei Frau Fuchs. Das Geheimnis? Der einzigartige Antipigmentkomplex, der Altersflecken sofort kaschiert, vorbeugt und mit aktivem Wirkstoff langfristig reduziert. Die Altersflecken sind sofort verschwunden. Frau Fuchs sieht jetzt viel jünger und frischer aus. Lentisol, neu in Ihrer Apotheke. Das Sanitätshaus Dambeck ist das Fachgeschäft für Gesundheit in Kempten und Immenstadt. Dort findet man ein großes Angebot aus dem Wohlfühl-, Präventions- und Sportbereich. Besondere Bandagen beispielsweise schützen und stabilisieren Gelenke. Clevere Sportgeräte wiederum sorgen für größere Beweglichkeit und besseres Wohlbefinden. Ein besonderes Angebot bietet die Niederlassung in der Klinik Kempten. Diskret und mit viel Fachwissen helfen dort Mitarbeiterinnen ihren Kundinnen im Brustprothesezentrum. Bei Dambeck gibt es aber auch moderne Treppenliftsysteme sowie eine große Auswahl aus dem Bereich Reha-Technik. Hier findet man eine Vielzahl an Hilfsmitteln rund um die Krankenpflege. Außerdem beraten dort Experten kostenlos zum Thema Pflege zu Hause und bieten optimal und auf jeden Patienten individuell zugeschnittene Versorgungspläne. Die orthopädische Abteilung von Dambeck hat es sich zur Aufgabe gemacht, für jedes Handicap das bestmögliche Hilfsmittel zu entwickeln. Die Lösung dafür liegt in der Herstellung passgenauer Einzelstücke. Wer nicht selbst zu Dambeck kommen kann, der kann auch telefonisch Kontakt aufnehmen. Die Experten kommen dann gerne zu Hause vorbei. Dambeck bildet aber auch aus zum Kaufmann, Kauffrau für Büromanagement, Orthopädietechniker sowie Orthopädie-Schuhtechniker. Willis Bienenparty. Nein, das ist kein neues Kinderbuch und eigentlich auch keine richtige Party. Denn Willis Bienenparty sind drei Pflanzen, die ihren Namen alle Ehre machen. Sie sind besonders bei den summenden und fliegenden Insekten beliebt und leisten darum einen wichtigen Beitrag für Flora und Fauna.
Und diese Blume mit dem Namen Bee Dance ist nicht nur eine des blumigen Trios, sondern auch noch eine echte Neuzüchtung. Grund genug also, Willis Bienenparty zur bayerischen Pflanze des Jahres 2016 zu küren. Traditionell bekam sie natürlich auch einen Taufpaten. Dieses Jahr hatte Bundestagsabgeordneter Stefan Stracke die Ehre. Und dank einer feuchtfröhlichen Tauffeier für Mensch und Pflanze wurde aus Willis Bienenparty dann irgendwie doch eine richtige kleine Party. Nicht jeder schafft es, den Vizepräsidenten des Bayerischen Gärtnereiverbandes Herbert Puffer, Mindelheims Bürgermeister Stefan Winter sowie den Bundestagsabgeordneten Stefan Stracke in den Schatten zu stellen. Aber sie hier schaffte es. Bee Dance ist die Besonderheit. Die herkömmliche Bee Dance ist immer gelbblühend meistens gewesen oder nur weiß. Und bei der Bee Dance ist es so, dass die Blütenfarbe, sie spielt etwas von innen raus gelb und zu den Spitzen der Blüten wird sie orange-rot. Und um die Neuzüchtung Bee Dance gebührend in die große Welt des Blumenhandels einzuführen, wurden natürlich nur hochrangige Gäste eingeladen. Nicht die. Die! Denn erst gemeinsam mit der weißen Prachtkerze und dem weißen Steinkraut bildet der Zweizahn Bee Dance die bayerische Pflanze des Jahres 2016 unter dem Namen Willis Bienenparty. Das ist dieses Jahr eigentlich relativ leicht oder auch schnell entstanden, der Name, weil das kann ich dazu sagen, ich bin auch in dem Gremium dabei, wo die Pflanze auswählt jedes Jahr. Und dieses Jahr war der Augenmerk darauf, dass wir eine Pflanze finden, wo die Biene gerne drauf liegt, weil sie eine Nutzpflanze ist, eine Nährpflanze für die Bienen. Und dann hat man noch geschaut, welche Pflanzen passen noch gut dazu, wo auch Bienen lieben und so. Und deswegen das Gesamte zusammen, hat man gesagt, das ist die Willis Bienenparty, weil sich da die Bienen treffen und Party machen. Und jetzt trafen sich Sie und Sie natürlich, um die bayerische Pflanze des Jahres traditionell zu taufen. Doch ohne Pate keine Taufe. Und wer wäre nach beispielsweise Helmut Brunner, Ilse Aigner oder Franz Josef Schierer des Amtes des Taufpaten würdig? Kein geringerer als der Bundestagsabgeordnete Stefan Stracke. Und der zeigte sich sichtlich erfreut und stolz. Es ist einfach großartig. Ich liebe ja die Figur Willi, sowieso als Biene. Und wenn man jetzt Willis Blumenparty dann taufen durfte, es ist einfach toll. Ob Willi in diesem Fall aber auch so hungrig, vielmehr durstig war wie sein gefräßiges Vorbild aus der Kinderserie Biene Meier, ist bei diesem Tauf, sagen wir mal, wasserfraglich. Doch jetzt mal Hand aufs Herz. Ist denn der Herr Bundestagsabgeordnete wirklich der Richtige für dieses Amt? Naja, mein grüner Daumen ist eigentlich nicht so ganz ausgeprägt. Bei mir ist eigentlich sogar auch ein Kaktus kaputt gegangen daheim, weil ich immer gedacht habe, naja, irgendwann spürst du den dann, aber es hat den überhaupt nicht gut bekommen. Insofern war das jetzt auch gut für mich. Ich lerne viel über Blumen und wie man die richtig handhabt, habe ich gleich heute den Herrn Henschel gefragt. Also von daher nehme ich auch noch viel Fachwissen mit nach Hause. Tja, offenbar ist es wohl nie zu spät, noch etwas über Bienchen und Blümchen zu lernen, oder? Morgen lernen wir zwar nichts über Bienchen und Blümchen, aber das Lernen ist ein Thema bei uns in der Sendung. Wir stellen Ihnen Naumil Mistry vor, einen indischen Maschinenbaustudenten. Wie sein Alltag an der Hochschule Kempten aussieht, sehen Sie morgen. Ihnen noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut.